Tag, heute ist Mittwoch. Mittwoch. Tag, heute ist Mittwoch, der 6. Januar 2015. Nein. 16 Uhr. 16, du Idiot. Tag, heute ist Mittwoch, der 6. Januar 2016. So, jetzt muss ich erstmal Leergut wegbringen und dann noch mein Weihnachtsgeld auf mein Konto einzahlen. Muss ja hier nicht rumliegen, ist doch ein bisschen. Erst Gurten und Spurten. Fahre ich eben zum Sky, weil ich da alles an Leergut loswerde, was ich hier hatte. Und hier beim Starten dachte ich schon, naja, springt komisch an. Dann fahre ich beim Sky um eine Ecke und ich weiß nicht, ob ich ihn abgewürgt habe oder ob er von alleine ausgeht. Auf jeden Fall stand ich mitten in der Einfahrt gerade. Konnten aber zum Glück gleich wieder starten. Stellen auf dem Parkplatz ab, gebe mein Leergut ab, gehe in den Sky rein, hol mir das Geld dafür und gehe wieder raus zum Parkplatz, steige in mein Auto und es startet nicht. Ja, dann stand ich da. Dreimal probiert, nichts passiert, konnten nicht starten. Und ja, dann habe ich gesehen, dass ein Arbeitskollege gerade auf dem Parkplatz stand und zwei Minuten später kam er auch schon raus. Der hat mir dann Starthilfe gegeben, Gott sei Dank, glücklicherweise. Also ich hatte ein Kabel, ich hätte auch einen anderen fragen können, aber war natürlich ganz passend. Ja, nun habe ich ihn erstmal hier wieder auf den Parkplatz gestellt. Und das bedeutet natürlich, dass er beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder schlecht starten wird. Außer es wird ein bisschen wärmer vielleicht wieder, dann könnte es schon reichen. Aber eigentlich ist die Batterie noch nicht so alt. Die ist noch keine 2 Jahre alt, glaube ich. Möchte ich behaupten, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber naja, jedenfalls stand ich gerade da. So, eigentlich wollte ich gleich zur Post rumfahren und mein Weihnachtsgeld noch einzahlen auf mein Konto. Also da bin ich jetzt nicht nochmal rumgefahren. Wenn hätte ich da das Auto abgestellt, wäre es wahrscheinlich wieder nicht an die Sprung danach. Also, naja, ich gehe jetzt erstmal zum Netto und hol mir Kartoffeln. Die drei Kerle beim Bäcker gesehen, schönen rassistischen Scheiß haben sie gelabert. Und zwar lautstark. Widerlich. So, ich muss raus in der frischen Luft, bevor ich noch auf die Idee komme, hier Mittagsschlaf zu machen und dann erst um 18 Uhr oder so aufwache. Kenn mich doch. Nimm alle Kameras mit und vielleicht kann ich so ein paar Timelapse-Aufnahmen mal machen bei der Seebrücke und so wie letztens. Da habe ich ein bisschen Bock drauf, außerdem ist schönes Wetter. Allerdings bei der Kälte. Mal sehen, wie lange die Akkus durchhalten oder beziehungsweise ob die Akkus oder ich früher aufgeben bei der Kälte. Süß, wie die Passanten alle gucken, was ich hier mache. Wegen der Kamera hier auf der Seebrücke. Aber es traut sich niemand zu fragen. Weiß nicht, was das ist, aber es sieht aus wie ein Hamster. So kalt. Ohne Handschuhe geht gar nichts.
bloß zum Batteriewechseln und zum Wechseln der Speicherkarte musste ich die Handschuhe ausziehen. In dem Moment, oder wenn ich das Handy benutzt habe, ist so kalt, hast gar kein Gefühl, hast sofort Angst, dass hier irgendwas in Wasser fällt oder runterfällt oder so. So, es ist jetzt kurz nach 8. Entschuldigung. Es ist jetzt kurz nach 8. Ich habe hier versucht, Artikel zu lesen, die ich noch gespeichert habe in meiner Leseliste, und das waren schon ganz schön viele, deswegen habe ich die versucht aufzurufen oder habe die aufgerufen auf meinem Laptop hier auf der Couch. Nebenbei habe ich hier Podcasts an und vorher ein paar Dokus laufen von YouTube. Ja, irgendwann hat sich der Rechner jetzt hier aufgehangen und macht nichts mehr. Naja, jetzt ist es wie gesagt kurz nach 8. Ich nehme heute nichts mehr auf, deswegen werde ich jetzt das Vlog für heute schon mal beenden. Ich weiß gar nicht, habe ich erzählt, wie das Auto liegen geblieben ist? Ja, habe ich erzählt, oder? Gott. Scheiße, ich weiß nicht mehr, was ich aufgenommen habe. Naja, wie auch immer. Ich sage auf jeden Fall danke für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Morgen muss ich wieder arbeiten. 12 Uhr. Naja, also schauen wir mal. Gut, also dann. Bis morgen. Tschüss. Achso, eins wollte ich noch erzählen. Für alle, die sich wundern, warum ich in meinem Freien nicht zu meinen Eltern gefahren bin und Cookie geholt habe. Die Cookie kommt am 13. wieder. Meine Schwester kommt mich besuchen und bringt die Hunde mit, also meine Cookie und ihre Dena. Und dann wird hier Action in der kleinen Wohnung sein. Ja, das ist der Grund, warum ich nicht in die Uckermark gefahren bin und noch bis 13. ohne Hund bin. Also Cookie kommt am 13. wieder. Gut, nur nochmal. Tschüss. Also, sprich, eine Wand, dann geben wir euch...